Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Medieval Dynasty. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Langes her, dass ich hier gespielt habe, wobei so lange jetzt auch nicht, aber ja, liegt krank im Bett. Wollte jetzt aber mal eine Folge nochmal aufnehmen, gucken, ein bisschen weiterkommen. Es ist jetzt eigentlich schon die ruhige Phase, denn wir haben jetzt eigentlich genug Wohngebäude. Wir müssen jetzt nur noch die Leute abstimmen, gerade hier die Leute der Farm, ne? Dass wir da dementsprechend genügend haben. Da können wir mal direkt als erstes reinschauen. Wie viel haben wir denn? Berufe. Feldarbeit 1. 2. Also nicht genug. Können wir hier reinschauen. Okay. Cool. Wollten wir jetzt, glaube ich, anlegen. Mal gucken. So, Ton mache ich jetzt auch mal an. Ein bisschen Vogelgezwitscher habt ihr verpasst. Ich sehe jetzt gerade den Ausschlag hier. So, jetzt dürfte es ein bisschen weniger sein. Der Ton ist schon fast schlimmer als Video. Ich habe jetzt neue Mikrofon mir angeschafft. Also das Mikrofon hier nicht. Das ist ja doch das Rode NT. Aber ich habe mir neue. Ja, ist nicht so schön. Nur los. Headsets geholt, aber in erster Linie für den anderen Kanal. Aber die sind hier schön am, genau. Die ist noch am, sind hier. Ja, doch, da ist Dünger drauf. Ist da, ne? Ja. Naja, die haben ja noch einen Tag hier im Sommer. Jetzt haben wir ein Geld, okay. Lass uns mal ins Lager schauen, was da noch so alles ist. Fackeln sind auch einige da. Brennholz haben wir da. Erstmal alles ganz okay aus, ne? Macht denn das Schwein? Ich hoffe, das lebt noch. Einmal hoch. Das Schweinefutter, drin Tierfutter. Wir können mit Weizen und Stroh können wir Tierfutter herstellen. Jetzt weiß ich nicht, wo die das Stroh reinpacken. Wir müssen selber Weizen kloppen. Das wäre natürlich auch eine Option. Das war Flachs, Stroh, okay. Ja, würde ich sagen, wir machen es selber mal in Angriff nehmen. Der Durst. Einen habe ich scheinbar hier dann. Habe ich einen Farmer? Habe ich, okay. Ist die Frage, auf was die gestellt sind. Miete. Miete. Außenlager. Ach, Scheune heißt. Das heißt sie wieder Scheune. Die Bahn arbeiten Weizen. 60%. Ach, Weizenkorn. Ja, doch, das ist richtig. Damit er dann Tierfutter herstellen kann. Dünger, Feder, Lehmbewurf, Steine, Ton. Kein Tierfutter hergestellt, okay. Ist denn oben alles drin? Ich weiß es gar nicht, dass hier oben drin ist. Da müssen wir kennenlernen, ne? Die falsche Option ist es selber eben schnell machen.
Okay. Weizen, Korn. Aber wir werden jetzt nicht alles machen. Werden jetzt mal die 100 nehmen. So, und dann werden wir auch selber versuchen, ein bisschen herzustellen. Dauert immer ein bisschen, ne? Ja, ich warte auf Kettle Crops, ne? Morgen um 12 Uhr soll es losgehen. Ich glaube nicht dran, dass ich es früher bekomme. Leider. Noch drei. Sehr schön. Wir haben das. So an den Tisch, wo der Hayopai ist. 10 Stück. Zumindest erstmal was, ne? Was trinken muss ich auch. Das ist kein Spiel für mal eben, ne? Der letzte. Durch. So, jetzt ist die Frage, oder nicht? Wir packen es mal ins Lager. Nachdem wir was getrunken haben. Zack, wollen wir mal zum Netz schauen. Weil es jetzt auch nicht die Welt bringt, aber. Jetzt kaputt. Zack, zwei Fische, da waren noch vier zu sehen oder mindestens drei. So, eigentlich könnte man die Mütter doch nehmen für die Tiere, ne? Wäre noch nice. Und Holz ist auch einiges, ne? Stöcker, Stroh. Die hat auch nichts. Aber warum? Da machen wir ja. Ja, was haben wir hier? Der hat auch nichts. Der ist auch null.
War's das schon? Ich glaube nicht, ne? So, und auch da ist noch einer 0. Ja, ist schon ganz okay, ne? Ne, nicht beenden. Okay. Ja, sieht schon schön aus. Ja, für mich ist gleich wieder Bettzeit. Schon wieder müde, kaputt. Auch nicht, woher das kommt. Ich weiß schon, woher es kommt, aber ich habe auch nichts getan heute. Also jetzt die Folge jetzt aufgenommen. Okay. Ist die Frage, was können wir noch bauen eigentlich? Weiß man nicht. So, da. Häuser. Ressourcenlager 3, da bin ich mal gespannt. Ist auch nicht mehr allzu lang. Gibt sogar so ein Lebensmittellager 3. So, wahrscheinlich das aus Stein. Wie sieht es denn mit Eisen aus? Wir sind ja jetzt zu zweit da oben. Eigentlich nicht mehr wie vorher, ne? Haben wir denn einen Schmied eingesetzt? Ja, Handwerker, ne? Na, okay, ist angesetzt. Echt nice. Ja, viel haben wir jetzt nicht gemacht. Wir haben auch die Leute irgendwie nicht gesehen. Da, wer bist du denn? Lass uns mal schlafen gehen. Noch 12 Sekunden. Keine Fackel, müssen wir mal eine holen. Das ist das Einzige, was wir haben. Ich weiß echt noch nicht, wie ich das morgen machen soll. Ich würde am liebsten Livestream, aber wenn ich jetzt schon sehe, dass ich nach 13 Minuten hier todmüde bin, ich weiß es nicht. Okay. Morgen auf jeden Fall lange schlafen jetzt erstmal. Das Haus da oben gefällt mir auch, ne? Also, das können wir noch mal gucken, ob wir nicht irgendwo noch Leben bekommen. Wenn wir diese eine Stelle da, dass wir vielleicht noch mal um 5 Minuten zu überstehen. Ja, das Gute ist, dass die Baumstämme jetzt wegbleiben, ne? Die Taverne ins Dorf. Du. Ein bisschen Lehm. Tut ja nicht weh. Das Problem ist die Strecke, ne? Aber hier schon mal falsch. Da hinten müsste es beginnen eigentlich. Da atmet er schon wieder tief. Und wie denn hier runter wollten noch nichts. Zwiebeln haben sie drauf. Entschuldigung, wollte gar nicht übers Feld. Ach ja. Tut.
Mal gucken, ist das hier? Okay. Ja, müsste gleich losgehen. Irgendwo kommen gleich die Felder oder die Flächen. Da glaube ich noch, ja. Es gibt schon wieder neue, das ist schon mal gut. Welche? War doch gerade was, oder? Das ist das. Da waren wir gerade. Aber ich habe irgendwie Sekundenschlaf. Ich wird heute nicht lange sein. Ja, auf morgen bin ich echt gespannt, also. Es wird mit Sicherheit Folgen geben, aber ist auch die Frage, wie viele es morgen haben werden, ne? Wie viel es morgen streamen werden. Man weiß es nicht. Boah, blendet's. Das war schon so schwer, echt. Was haben wir denn dabei? Lebenbewurf haben wir auch dabei. Ton, ja, okay, den sammeln wir auch gerade. So, die Falltaste dazu nehmen, das nützt nichts. Hier haben wir schön leer geräumt. Ja, wir sind übrigens mittlerweile in der Alpha 0.1.2.4, aber ihr seht selber oben. Ist schon ein bisschen hat sich getan. Es gab, glaube ich, jetzt sehr viel Sprachen, die dazu kamen, ein paar Bugfixe. Schaut euch einfach mal gerne in den Update-Verlauf an. Ich habe jetzt aber nichts bewusst gelesen, was wirklich neu ist, wo wir sagen, das ist jetzt das Nonplusultra. Aber es wird weiterentwickelt. Das ist so das Wichtige, glaube ich, aus dem Fazit. Ja, nichtsdestotrotz, wir werden die Folge für heute beenden. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Dann lasst einen Daumen da. Ich werde jetzt gleich im Bett sein, wenn die Folge da ist. Ich hoffe, ich mache jetzt noch alles richtig beim Hochladen. Und dann sehen wir uns morgen Kettle & Crops ab 12. Ich hoffe, dass ich ab 12 dann auch die Version direkt haben werde. Seid gespannt. Ich weiß aber wirklich noch nicht, ob es eine Folge sein wird oder ob es ein komplett Livestream sein wird. Ich hoffe, es geht mir morgen besser. Bis dahin, euer Steffen. Ciao.